Shadanimo heißt euch willkommen, ebenso unsere hübsche Prinzessin Eilig hier. Oh, die ist schon... Brauchst du nicht den Kopf schütteln, du bist heiß, wenn ich das mal so sagen darf. Weil die ist voll niedlich, die hat voll das niedliche Gesicht. Ich mag irgendwie nicht so... Ich mag so nicht die Frauen, die aussehen wie so... Ja, wo sie im Fernsehen immer sagen, geile Schnitten, also so komisch so... Ich mag lieber die, die so ein bisschen niedlicher aussehen hier, so wie die. Mit dem Stupsnäschen, bisschen dickere Wängchen. Das ist doch ganz ein lecker Schnittchen für mich. Na gut, genug über Weiber geredet, oder was? Ja genau, wir wollten ja zum Tempel rauf, wo unsere Eilig hoffentlich ihren zukünftigen Gemahl, wie ich hoffe, finden kann. Weil, wo laufe ich denn hier lang? Soll ich hier überhaupt lang? Bin ich denn jetzt hier gelandet? Leute, ich habe irgendeinen Geheimbereich gefunden, von dem ich bis eben gar nicht wusste, dass der hier existiert. Und es geht ganz schön tief nach unten. Verdammt tief nach unten. Ich wollte eigentlich nur zum... Aha. Wieso ist denn hier noch so eine Glocke? Müssen wir jetzt wieder alle Glocken läuten vielleicht? Komm eilig, wir lassen die Glöckchen klingeln. Gar nicht zweideutig der Spruch oder so. Zickidi, zackidi, zuckidi. Lauf eilig. Denn wir haben es eilig. Ist hier eine Glocke? Nee. Gott, der Spruch, der war jetzt so richtig schlecht, oder? Merke ich erst jetzt, es tut mir leid. Der war richtig daneben. Ich brauche noch eine Glocke. Ich weiß, wo die andere ist. Hier hinten beim Onkel Rot haben wir doch noch was. Vielleicht müssen wir die ja wirklich alle in kurzem Abstand hintereinander klingeln. Und dann gibt es hier voll powermäßig eine geile Kiste und da sind dann 150 Milliarden Waffen drin und hast du nicht gesehen. Oder alternativ passiert nichts, weil es entweder kein Rätsel ist, ich oder ich zu beide bin das, ne? Oder wie? Ist ja auch egal. Geh mal ruf jetzt. Ne, hier bin ich doch schon wieder falsch. Wo ging's denn jetzt zu diesem bekloppten Tempel? Hier! Mensch, Peter. Hallo. Eine Prinzessin hier in unserem Dorf? Welche Ehre. Ich bin Campos, Steinmetzmeister. Willkommen in Shadanimo. Guten Tag. Was könnt ihr mir über die Schnitzereien erzählen? Diese vier Köpfe stehen für die vier Helden von Omnion. Die Arbeit läuft gut. Es fehlen nur noch ein paar Jahre. Okay. Was könnt ihr mir über die Arkoniten erzählen? Die Menschen nennen sie Lichtkreaturen. Sie entstehen aus Sonnenlicht, aber ihre Seelen sind schwarz. Auf Wiedersehen. So, wir könnten da hinten lang gehen, aber hier ist irgendeine Leiter, die sieht spannend aus. Ja. Ich meine, das war es voll wert jetzt. Also, der Ausblick, der war jetzt wichtig. Also, da kenne ich nichts. Bin ich jetzt schon wieder gelandet? Hier ist schon wieder ein Oh, nee, ich gehe gerade zurück, kann das sein? Ach, Leute, sagt am besten einfach nichts. Ich habe heute wieder die Orientierung einer Bockwurst geerbt. Da sind sie ja, unsere Freunde. Ihr könnt gerne mit mir kämpfen. Ich brauche Hilfe gegen die Hüter des Tempels, die sich gegen uns gestellt haben. Der Kristall muss sicher sein. Aber ich brauche mehr Beweise, bevor ihr den Kristall nach Illumina mitnehmen könnt. Genau deswegen sind wir ja hier. Ich versichere euch, die Burg ist der sicherste Ort für euren Kristall. Da bist du ja, Tal. Ich hab dich schon überall gesucht. Was wollt ihr denn hier? Ich will dir helfen. Weiß das die Königin? Wozu denn? Also, was machen wir? Ich habe keine Zeit für Diskussionen, Eilish. Bitte, geh nach Hause. Tut mir leid, Eilish, aber du kannst nicht hierbleiben. Es ist zu gefährlich.
Es ist zu deinem Besten. Was, wenn dir etwas passiert? Es könnte mir genauso gut etwas auf dem Rückweg passieren. Eine junge Prinzessin, allein in die Wildnis gesandt von einem Gardesoldaten und dem Wissenschaftsbeauftragten. Boah. Davon wäre die Königin wohl nicht begeistert, was? Oh, eilig hat's drauf. Ich hab zu tun. Du bist der Soldat, Tal. Wenn Eilish bleibt, bist du für sie verantwortlich. Verzeiht, Eure Hoheit. Na, ich kümmere mich schon um die. Komm schon. Boah, Buki legt los da hinten. Moment, boah, und Elko erst recht. Elko und Buki sichern die obere Hälfte des Tempels. Also müssen wir den unteren Teil übernehmen. Na gut, dann wollen wir mal in die Festung der Spinnen, oder was? Auftrag erfüllt und neuen Auftrag angenommen, würde ich mal behaupten. Hallihallo. Ist hier jemand, der gerne Prinzessinnen frisst? Oh, guck mal da. Zonk. Ach, da fällt mir gerade ein, Tal, wir haben doch eine neue Waffe für dich entdeckt. Ja, du kannst auch das Menü ruhig aufmachen, wenn du möchtest. Da hätte ich keine Probleme mit. So ein bisschen Nebel ist eine Sache, aber so ein schickes Menü, das wäre jetzt genau das Richtige. Also das wäre doch richtig was für die Augen, wenn ich jetzt ein Menü kriegen würde hier. Aha. Waffen, genau. Wir hatten doch Hukins Ende oder Hakins Ende. Ich meine, schick ist es ja, aber... irgendwie ist es scheiße. Ich will die Waffe nicht. Komm, Tal, wir gehen weiter. Dein normales Schwert ist hübscher. So, Prinzessin, dann folgt mir mal. Auf in den Spinnentempel, wo hoffentlich keine Spinnen sind. Oh, hier müssen wir durch. Jetzt bin ich unten durch, das sage ich euch. Schreiendes Mo... oh, das klingt doch schon so gefährlich. Ach, du Schande, jetzt geht's ab. Die Musik missfällt mir. Wo sind die Gegner? Hier ist was zum Zaubern. Was? Wo? Iiii, da kommt's von der Decke, ist das ekelhaft. Mach's kaputt, eilig. Es ist wieder... oh, lass das mal bleiben. Was haben die jetzt gemacht? Die haben mich verlangsamt, die Spinnen. Ist mir aber relativ egal. Das riechende Tier mache ich platt. Was das? Nee, da kommt noch mehr. Pass auf. Eilig, mein Engel. Blöde Spinne, lass sofort die Eilig in Ruhe. Und vergiftet die gefälligst nicht. Die haben Eilig umgekloppt. Weg von meiner Prinzessin. Die gehört mir allein. Nur ich darf die flachlegen. So. So, pass mal auf hier. Magische Verstecke ist ja schön und gut. Wir müssen jetzt aber wirklich mal gucken hier. Na gut, wir haben ja massenhaft heilende Sachen. Da kriegt der Tal mal was. Die Eilig kriegt auch mal zwei. Und wir holen uns jetzt dieses... ich stehe ungünstig, kann das sein? Ah, jetzt. So, starker Mann, du bist dran. Der Grüne ist in Position.
Der rote auch gleich. Keine Angst, ich muss nur noch ein bisschen Schiebung betreiben. Rote Duftpulververbrenner ist in Position. Und der blaue auch gleich. Pass mal auf. Halleluja. Es gibt nochmal fett Erfahrung. Ich hatte ja auch ein Level-Up, wenn ich mich recht erinnere jetzt, ne? Kann man ja durchaus mal gucken. Level 7, was gibt's denn jetzt Feines? Ein bisschen mehr Fertigkeitspunkte wäre doch was. So, aber bevor wir hier durchgehen, schaue ich mich nochmal um. Nicht, dass wir hier irgendwelche schönen Kisten übersehen oder sowas. Aber ich glaube, das ist einfach nur... Hier geht's noch irgendwo hin. Wollen wir doch mal nachschauen, wohin genau? Zur nächsten Leiter, würde ich sagen. Boah, zum Glück ist das überhaupt nicht dunkel hier. Ah, hier ist irgendwas mit dem gelben Kristall. Ich befürchte, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Das sieht mir eher nach einer Arbeit für den Elko aus, weil der ja dieses Jetpack hat. Wie wir vorhin schon begutachten dürften. Dürfte. Weiß nicht, ob ich mir das merken kann, dass hier noch was ist. Oder vielleicht müssen wir ja auch automatisch hier ran. Wer weiß das schon. Wir gehen jetzt jedenfalls weiter. Zack. Aber hübsch ist es ja. Aber ich müsste auch mal meine Tränke etwas umsortieren. Ich hätte nämlich gern... Heilende Salbe war 250. Das war das. Schutztrank. Sämtliche magische Zustände und halt 750 HP. Fertigkeitssalbe wäre mir nämlich ganz lieb auf der 4. Kugel der Weisheit erhöht die Energie dauerhaft. Die können wir doch eigentlich mal auf den Tal anwenden hier. Habe ich gut gemacht. Huch, was geht denn hier ab? Ein Brunnenraum. Das Wasser in diesem Raum scheint eine magische Aura zu haben. Oh. Vollständig geheilt. Toll, das hättet ihr mir eher sagen können, bevor ich die ganzen Tränke benutzt habe. Oh, hier, eilig, gucke mal. Guck mal eilig, was hier eilig ist. Hier ist schon wieder was für ein Elko. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und hier kommt man wahrscheinlich nur ran, wenn man da hinten irgendwas gemacht hat, oder wie? Heilender Balsam mitgenommen. Hier ist auch noch so viel Zeug. Hier ist zum Beispiel noch eine Wand, wo die Buki hochklettern könnt. Was mich nur gerade etwas verwirrt, weil wir kommen ja hier nicht weiter, ne? Klettern? Ach, wir können auch klettern. Oder ist das, falls wir mit dem Elko hier runterklatschen? Weil hier ist nämlich gar keine Leiter. Ist schon spannend, was hier so geboten wird. Ich bin wieder oben, Tal. Hier komme ich jedenfalls gerade nicht ran. Mal her, das Scheuch. Raptuffolo-Haut. Ja, und jetzt? Gab's oben noch einen anderen Raum? Weil hier komme ich nicht weiter. Aha! Ja, dann! Du musst auch aufmachen eventuell, sonst kann man nicht rein. Die Eilig hat's heute nicht eilig. Ah, jetzt geht's ab. Oh, schon wieder Spinnen, ich hör's doch schon.
Wo sind sie? Da sind sie. Geh weg. Wie ich euch hasse, ihr ekelhaften Geschöpfe. Was das? Nee, hier ist noch wer. Nächstes Level. Na, das ist doch schön. Nehme ich mit. Dann gucken wir uns jetzt hier erstmal tüchtig um. Weiß einer, von wo wir rein sind? Ich glaube, durch die Tür mit den gelben Flaggen, weil hier ist sonst nichts. Da können wir doch eigentlich mal bei Verstärkungen mit vorbeischauen. 2 Punkte hat sie. Dann gibt es erstmal noch einen Schuss Gesundheit. Fertigkeit hat die ja jetzt schon ganz schön viel. Ich glaube, ich gebe dir noch ein bisschen Kraft, hä? Damit sie noch ein bisschen mehr Schaden anrichten kann, unsere Kampfmagierin hier. Und dann gehen wir schick nach oben. Komischer Tempel ist das. So viele Spinnnetze überall. Das ist nicht schön. Da, ich drehe mich. Adlerkammer. Ist auch gut, wenn ich nichts sehe. Weil es zu dunkel ist. Ah, hier muss ich lang. Haha. Auf dem Boden befindet sich ein Duftpulververbrenner. Spuren farbigen Duftpulvers haben sich an seinem Rand abgelagert. Ich muss hier auch irgendwas entzaubern, sehe ich gerade. Ihr habt eine Handvoll blaues Duftpulver aufgenommen, aha. Was mache ich jetzt damit? Hier reinwerfen oder was? Ihr habt blaues Duftpulver in den Brenner gefüllt. Was nehme ich denn als nächstes? Gelb, würde ich mal sagen. Müsste das ja eigentlich passen, weil wenn ich das richtig sehe, müssen wir hier ganz schön was machen. Hör mal, jetzt habe ich nämlich grün fertig. Jetzt haben wir die grüne Tür geöffnet. Was ist mit lila? Soll man das auch machen? Können wir das überhaupt machen? Wie macht man lila? Ich glaube, blau-rot, kann das sein? Ich weiß es gerade gar nicht, muss ich zugeben. Ich Kunst-Noob. Passiert mit Rot, wenn ich Blau dazugebe. Hm. Eigentlich könnte das durchaus lila ergeben, würde ich mal behaupten, ne? Wird sich gleich zeigen. Zeige ich mal wieder voll, wie schlau ich bin, ey. Lila! So, wir haben 2 Durchgänge geöffnet. Das ist doch nett. Da gehe ich doch erstmal hier lang. Oh, jetzt wird was geladen. Das war ich aber nicht, oder? Habe ich was kaputt gemacht? Jetzt geht's nach oben. Ah, jetzt kommen die anderen zum Einsatz. Mit der Buki sind wir unterwegs. Jetzt können wir gleich mal ihre Fähigkeit ausprobieren. Die kann nämlich wundertoll klettern. Und jetzt gib mal her, hier sind aber viele von den wertvollen Kisten versteckt, du. Ehre den Göttern. Kugel der Macht, maximale FP. Plus 20. Hi. Hm. Hier können wir auch schon wieder klettern. Die hat coole Waffen. Oh, hier kann ich was ziehen. Ach, das war eben noch zu. Das hätte man mir vorher sagen müssen. Ich wäre da sonst reingerannt, hätte ich das nicht gemerkt. Hier.
Ne, Elko, komm mal mit. Wir können nämlich weiter. Ich hoffe, wir kommen nach unten in den Hauptsaal, weil da ist ja noch ein bisschen was, was wir besorgen können, ne? So, Buki, mach mal auf hier. Hier bitte auch. Mit einer schönen Drehung, du. Und weiter geht's. Wo sind wir jetzt gelandet? Wandbildkammer. Und es gibt Haue. Der Elko hat seine Knarre schon draußen. Wer will Ärger? Ey! Elko, mach was! Ich bin langsam! Wir wechseln mal auf den Elko. Mit der coolen Knarre hier. Ey, verschwinde! Habe ich noch eine? Nee, aber ich bin total sowas von tot. Jetzt gucken wir doch mal, was hast du drauf? Wirbelwind. Bei meinem Angriff schreien die Himmel vor Angst. Oh, ist das ein cooler Angriff. Oh, der Spinner hat das nicht so gefallen, muss ich zugeben. Ist aber ein cooler Angriff, da können wir die ganze Zeit rumkreiseln, wie so eine Geisteskranke. So, Elko, mein Freund, lebst du wieder? Ich gebe dir erstmal einen kleinen Zaubertrank. Und dann müssen wir uns mal gründlich umsehen. Wo sind wir denn jetzt hier? Von hier sind wir doch, glaube ich, reingekommen. Mir sagt, wir müssen irgendwo hier weiter, aber hier ist es so dunkel. Hier geht's weiter. Oder sind wir hier reingekommen? Wer weiß das schon. Nee, ich glaube, hier geht's weiter nach unten. Hier dürften wir richtig sein. Fertigkeitsbalsam. Heilender Balsam. Wumms. Schrein des Mo. Ah, jetzt sind wir hier in dem oberen Bereich. Und wir müssen diese Ringe passieren. Ach, das ist jetzt der obere Bereich von der Kammer. Den kennen wir ja schon. Oh, das ist aber nicht gut jetzt hier. Wisst ihr was? Ich halte das Spiel und verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!